Die Hälfte des Jahres 2022 ist vorbei, wir sind jetzt im Juli angekommen und wir wollen im heutigen Video einfach mal zurückschauen, wie ist denn das Jahr 2022 bisher gelaufen? War es ein sehr gutes Jahr? War es ein sehr schlechtes Jahr? Wir haben ja die Monate alle einzeln immer vorgestellt. Jetzt wollen wir uns das einmal ansehen, mal sehen, wo die Tendenz hingeht, wo wir mit der Prognose liegen, wie viel wir eigentlich erzeugt haben müssten bisher, wie viel wir erzeugt haben. Das alles wollen wir uns in diesem Video mal ansehen, natürlich auch den Akku nochmal betrachten. Und das E-Auto, was wir damit geladen haben. Und wenn euch das interessiert, bleibt dran und damit moin moin und herzlich willkommen bei Gewaltig Nachhaltig. Ich darf also schon mal spoilern, ja, es war ein sehr, sehr gutes Jahr bisher, aber 2020 war doch noch besser, muss man ganz klar sagen. Aber ich will nicht lange rumreden, wir gucken jetzt mal rein in die Zahlen. Ich habe heute erstmal ein Screenshot oder gestern Abend, kurz vor Mitternacht, ein Screenshot gemacht, weil wir können natürlich nur das ganze Jahr zeigen in der Statistik im Portal. Deshalb habe ich einen Cut gemacht um Mitternacht und habe dann einen Screenshot gemacht, damit ich euch einmal die Zahlen zeigen kann, wie sie wirklich zum Halbjahreszeitpunkt waren. Obwohl heute, ja, beschissenes Wetter oder der 1. Juli, heute wo ich drehe, beschissenes Wetter, da ist nicht viel vom Dach gekommen, also von daher hätte das die Statistik gar nicht groß verfälscht, aber ich wollte es halt doch genau haben, deshalb fangen wir jetzt erstmal mit dem Screenshot an und können uns dann mal die Zahlen ansehen. Und jetzt hätte ich es fast vergessen, vorher natürlich nochmal für alle die, die unsere Anlage noch nicht kennen, die Vorstellung unserer Anlage, damit ihr ungefähr einschätzen könnt, was wir hier für Zahlen präsentieren. Hier sehen wir also unsere Flachdachanlage. Ost-West ausgerichtet, nördlich von Hamburg. Die Leistungsdaten könnt ihr rechts im Bild lesen. Und wir machen jetzt mal einen kleinen Schwenk hier rüber. Wir sehen hier, die Sonne von Südosten scheint auf unser Dach. Jetzt schwenken wir einmal nach Süden und hier sehen wir die beiden Baumriesen. Die sorgen für heftige Verschattungen von Oktober bis März auf unserem Dach. Und ihr seht hier Süden, da kommt nicht viel Sonne durch, gerade wenn die belaubt sind. Und jetzt schwenken wir mal wieder runter auf unser Dach und dann könnt ihr hier sehen, wir haben also drei Dachflächen mit Modulfeldern belegt und man sieht halt hier schon die aufgebauten Schornsteine, Entlüftungen und ähnliches, die werfen auch noch ziemlich viele Schatten. Wir haben 6 Tigo-Optimierer verbaut, um die schlimmsten verschatteten Module ein bisschen steuern zu können und ihr seht hier halt das Westfeld, das Nordfeld und das Ostfeld, wie sie auf unserem Dach angerichtet sind. Ja, und dann mal rein in die fröhliche Zahlenfahrt. Hier sehen wir also das erste Halbjahr 2022 und wir haben einen Jahresertrag von 5.002,97 Kilowattstunden. Ja, am Abend des 30. Juni haben wir die 5.000 Kilowattstunden Marke noch geknackt. Was heißt das? Das heißt, wir sind mit unserer Photovoltaikanlage in 2022 auf dem Weg, 10.000 Kilowattstunden zu erzeugen. Nein, sind wir leider nicht. Weil erstens, die erste Jahreshälfte ist immer die bessere. Der längste Tag des Jahres ist der 23. Juni. Das heißt, die Verschiebung ist ganz leicht in die bessere Hälfte ist ganz klar die erste. Und die zweite Jahreshälfte ist die etwas schlechtere. Was noch dazu kommt, ist, die zweite Jahreshälfte ist die heißere. Das heißt, jetzt kommen Juli, August, die heißen Monate, wo die Photovoltaikanlage trotz Sonneneinstrahlung nicht so viel produziert. Und was bei uns natürlich noch dazu kommt, die Schatten, das Frühjahr ist bei uns unbelaubt, da haben wir bessere Erträge, der Herbst ist bei uns belaubt, da haben wir schlechtere Erträge. Deshalb mit 10.000 Kilowattstunden müssen wir leider nicht rechnen, damit kämen wir nah an die Prognose ran. Das heißt, das erste Halbjahr ist schon sehr nah an der Prognose trotzdem dran, weil es so gut lief. Aber ich gehe mal davon aus, jetzt mal geschätzt mit dem Jahr 2020 verglichen, da haben wir 8.800 Kilowattstunden erzeugt und hatten zur Hälfte, glaube ich, 5.200. Ich sag mal, 8.500 wäre schon ein schönes Ziel für dieses Jahr. Da wären wir schon richtig gut dabei. Da würden wir dann bei über 700 Kilowattstunden pro Kilowatt-Peak landen, was für unsere Anlage schon sehr gut ist. So, jetzt wollen wir uns die Zahlen mal ansehen. Also 5.000 Kilowattstunden haben wir erzeugt und bisher 2.321 verbraucht. Das ist ziemlich genau der Kurs, den wir letztes Jahr auch hatten. Da haben wir 4.600 Kilowattstunden verbraucht im ganzen Jahr. Das geht also in die Richtung. Aus dem Netz haben wir bisher 616,46 bezogen. Da ist hauptsächlich das E-Auto mit dabei, was ja natürlich im Winter bei uns mit Sturmstrom geladen wird aus dem Netz. Und daher kommt da schon recht viel Netzbezug zusammen. Letztes Jahr hatten wir, glaube ich, 1.500 Kilowattstunden aus dem Netz bezogen. Das wollte ich an der Stelle auch nochmal gesagt haben, weil es ja immer heißt Photovoltaik, dann hat man nicht mehr viel Netzbezug und kommt in diese schlechteren Netzbezugstarife rein. Wenn ihr E-Auto und Wärmepumpe habt, dann werdet ihr dieses Problem nicht haben, weil ihr werdet doch
wie ein normaler Haushalt weiter Strom verbrauchen und damit bei den Netz- oder bei den Energieversorgungsunternehmen auch in vernünftige Tarife reinkommen. Wenn ihr natürlich nur das Haus habt mit Photovoltaik und Speicher, bei uns der Bestwert waren mal 715 Kilowattstunden, die wir in einem Jahr nur aus dem Netz bezogen haben. Seitdem kommt auch der Netzbetreiber immer persönlich vorbei und liest bei uns den Stromzähler ab. Gut, wenn sie die Kapazitäten haben, sollen sie das gerne machen. Aber das ist bei uns einfach Realität gewesen. Ja, dann haben wir die Eigenversorgung, 1705. Das ist also schon deutlich höher, was für uns bisher eine Autarkiequote in diesem Jahr von 73% bedeutet. Ja, die wird jetzt noch weiter steigen, Richtung 80% bis Oktober. Und dann wird es aber auch wieder bergab gehen. Sicherlich werden wir bis dahin die neue Photovoltaikanlage haben. Da bin ich eigentlich ziemlich optimistisch. Bei der Wärmepumpe wissen wir es noch nicht und dann bin ich mal gespannt, wie es dann mit der Autarkiequote weitergeht. Aber letztes Jahr hatten wir 66% übers ganze Jahr mit E-Auto und jetzt stehen wir halt erstmal bei 73 und dann gucken wir mal, wie sich das in der zweiten Jahreshälfte weiterentwickelt. In die Batterie haben wir reingeladen, 794 Kilowattstunden rausgeholt, 592 Kilowattstunden. Da sind wir auf Kurs Richtung 1200 Kilowattstunden. Bisher haben wir immer ungefähr 1000, 1050, 1100 Kilowattstunden aus der Batterie geholt. Aber hier wieder dasselbe Problem. Wenn im Herbst dann das Laub noch auf den Bäumen ist, haben wir die großen Schatten, schlechte Erträge. Da wird der Akku wieder nicht mehr so viel abbekommen. Dafür ist die Anlage dann größer. Müssen wir mal sehen. Wir können eh die zweite Jahreshälfte dann schlecht mit der ersten vergleichen. Mal sehen, was wir daraus machen. Ja, und Direktverbrauch ist bei uns ja traditionell hoch. 1112,51 Kilowattstunden. Weil bei uns alles drauf getrimmt ist, direkt aus der PV zu verbrauchen. PV-Überschuss laden ins Auto. Verbraucher wie Waschmaschine, Spülmaschine laufen tagsüber. Was halt nachts laufen muss, das läuft nachts und was nachts laufen soll, wie zum Beispiel unser Heimkino im Frühjahr oder im Herbst, das läuft natürlich dann auch nachts aus dem Akku, aber ansonsten versuchen wir halt, weil es einfach wirtschaftlicher und auch sinnvoller und effizienter ist, direkt aus der Photovoltaik zu verbrauchen. Ja, und damit erzielen wir eine Eigenverbrauchsquote von 38% im Frühjahr oder in der ersten Jahreshälfte. Das ist ein relativ normaler Wert und da können wir auch sehr gut so mit leben. Ja, und wenn wir uns jetzt die Zahlen hier oben mal ansehen, dann sehen wir hier, dass wir wirklich eine kontinuierliche Steigerung hatten. Das bedeutet, jeder Monat war eigentlich schon sehr gut. Da kann man nicht sagen, dass das großartig schlecht war. Und wir wollen uns jetzt die Monatszahlen nochmal genauer angucken. Und dafür wechseln wir einmal rüber ins Portal, wo natürlich jetzt der Juli schon begonnen hat. Und hier sind wir im Portal, wie gesagt, und hier sehen wir den Juli. Heute, es ist jetzt der 1. Juli, was haben wir, 15.30 Uhr oder so. Und wir haben gerade mal 6,95 Kilowattstunden heute erzeugt. Das ist natürlich wirklich wenig. Ich hoffe, da kommt noch was. Ich sehe jetzt gerade, es wird ein bisschen heller draußen. Haben wir doch noch gute Chancen. Ja, und wie ist es ausgegangen hier? Wir haben im Januar angefangen mit 90,68 Kilowattstunden. Das ist wirklich nicht sonderlich viel. Aber da ist halt auch das Problem, wie gesagt, mit den Schatten bei uns. Dann sind wir auf 204 Kilowattstunden hoch im Februar. Das war schon deutlich besser. Dann sieht man auch, der Akku wird schon deutlich besser beansprucht. 79 Kilowattstunden raus, 109 rein. Im März ist so die Hochzeit des Akkus, 224 Stunden rein, 178 raus und insgesamt auch schon 603 Kilowattstunden produziert. Der März ist einfach so der Monat, da kommen wir eigentlich schon relativ gut über die Runden mit dem eigenerzeugten Strom. Man sieht es, 10,51 Kilowattstunden nur noch aus dem Netz bezogen. Ja, und dann sind wir hier im April, 1113 Kilowattstunden, also da reden wir schon nicht mehr drüber, dass wir da irgendwo rumknausern müssten. 15 Kilowattstunden Netzbezug, das war aber dem E-Auto geschuldet und hatte nichts mit der Verfügbarkeit des Stroms von der eigenen PV zu tun. Normalerweise der April schon ein autarker Monat bei uns, genau wie meistens der März auch schon. Und dann haben wir hier noch den Mai, 1420. Das war, ich glaube, der beste Mai, den wir mit unserer PV je hatten. Die letzten Mais waren immer so ein bisschen schlecht. Das haben wir auch im Garten gemerkt. Da lief das mit dem Gemüse, den Tomaten und so nicht so gut. Das hat dann alles ein bisschen gedauert. Und in diesem Jahr der Mai einfach so eingereiht in die anderen guten Monate. Und ja, der Spitzenwert ist halt im Juni mit 1571 Kilowattstunden. Das wird auch der Höchstwert bleiben. Das wird der Juli nicht übertreffen können, weil in der Regel Juli zu heiß und dadurch die Erträge auch zu niedrig an den heißen Sonnentagen. Aber trotzdem, da können wir sehr zufrieden mit sein. Und 5000 Kilowattstunden erzeugt im ersten Halbjahr, das ist schon ein richtig guter Wert. Da gibt es nichts zu meckern. Und jetzt müssen wir gucken, wie wird die zweite Jahreshälfte. Mal sehen, 8500, das wäre ein schönes Ziel. Und beim Netzbezug vielleicht unter 1500 bleiben.
Wir werden es sehen. Wie gesagt, jetzt verändert sich bei uns alles. Photovoltaik-Erweiterung um 8,5 Kilowatt Peak kommt, Wärmepumpe kommt und dann haben wir natürlich ganz andere Zahlen und werden natürlich dann auch schöne Vergleiche ziehen. Und hier sind wir dann in der Verbraucherbilanz und Steuerung, wo wir die Ladeleistung unseres EV-Chargers von SMA sehen, mit dem wir PV-Überschuss in unseren Renault Zoe laden. Und wenn wir hier unten mal gucken, die Halbjahresstatistik sagt 676,88 Kilowattstunden. Das entspricht ungefähr, wenn wir jetzt mal so von 17, 18 Kilowattstunden Verbrauch auf 100 Kilometer ausgehen, 4000 Kilometer, die wir im ersten Halbjahr in unseren Zoe hier zu Hause geladen haben. Der Rest kommt unterwegs, dass wir immer so auf 10.000, 12.000 Kilometer im Jahr kommen an Fahrleistung, aber das Gros, wie gesagt, zu Hause. Und davon haben wir 72% aus der Photovoltaik geladen im ersten Halbjahr, 5% aus der Batterie und 23% haben wir aus dem Netz bezogen. Das heißt also, wir haben ungefähr 3/4 mit eigenem Strom das Auto geladen. Das wird in der zweiten Jahreshälfte ähnlich sein. Und jetzt können wir hier nochmal in die Monate gucken. Im Januar haben wir also wirklich 0% aus der PV, 0% aus dem Akku, weil unser Haus braucht alles. Und deshalb haben wir nachts in der Regel, wenn ordentlich Wind war, haben wir unser Auto einfach mal vollgeladen mit 11 kW, wenig Verluste und dafür grüner Strom. So haben wir unser Auto im Januar geladen. Im Februar sehen wir hier, da sind wir schon bei 8% aus der PV, 1% aus dem Speicher, also knapp 9-10% können wir im Februar schon aus der Photovoltaik an Überschüssen verbraten in unser Auto. Und dann ab März sehen wir hier schon, da sind wir eigentlich dann wirklich mit dem E-Auto autark, 91% plus 8%, 99% wirklich aus der Photovoltaik. Und im April dann ein ähnliches Bild, da haben wir 3% aus dem Netz bezogen, im Mai 2% und im Juni auch 3%. Das sind halt, wie gesagt, diese technischen Netzbezüge, die da drin sind, die aber weniger mit nicht vorhandenem PV-Strom zu tun haben, also wirklich, wie ich finde, schon beeindruckend, 3/4 des Benzins, was wir zum Fahren brauchen, produzieren wir vom eigenen Dach und der Rest kommt dann aus dem Netz und zwar, wenn wir ordentlich Wind hier im Norden haben, das kann man ja steuern, der Zoe hat 300 Kilometer Reichweite und oder im Winter 250 Kilometer und dann kann man das schon ein bisschen steuern, dass man nicht jede Woche neu laden muss, weil so viel fahren wir nicht, das ist unser Vorteil und dann kann man wirklich immer laden, wenn ordentlich Wind im Netz ist und wirklich die Überschüsse auch da sind. Und so sollte das später auch mal im intelligenten Netz gehen, automatisch. Wir machen es halt jetzt noch per Hand. Wir sind das intelligente Netz. Das also einmal der Blick auf unsere Halbjahresstatistik 2022. Sehr gutes Jahr, muss ich sagen. Vielleicht hätten wir noch ein bisschen mehr Ertrag, wenn ich die Module mal frühzeitig geputzt hätte. Da ist ja doch ganz schön Spark drauf, weil die halt so flach sind. Dann bleibt der Dreck an den Kanten des Alurahmens hängen. Und dann, je mehr Dreck da dran kommt, desto höher kriecht der dann halt und wir haben jetzt schon so 3-4 cm so einen Sparkrand an einigen Modulen, gerade die hier unter den Bäumen mehr sind. Und da muss ich halt mal mit einem weichen Mop und mit kalklosem oder kalkarmem Wasser ran und da mal rüberwischen und die Sachen einfach mal sauber machen. Wie gesagt, vielleicht wenn die neue PV kommt und ich für euch da ein paar Videos drehe auf dem Dach, dann nutze ich die Gelegenheit gleich und mach mal sauber. Soll ja auch hübsch sein für die Videos und bringt vielleicht noch ein bisschen was beim Ertrag. Ja, ich hoffe, euch haben die Zahlen gefallen. Schreibt mir doch mal rein, wie war euer erstes halbes Jahr? Seid ihr auch auf rekordverdächtigem Kurs? Gerne interessiere ich mich dafür. Was habt ihr für eine Prognose? Seid ihr über der Prognose? Seid ihr unter der Prognose? Seid ihr deutlich drüber? Seid ihr deutlich drunter? Das interessiert mich natürlich alles mal, um das einfach mal so ein bisschen in den Kontext für alle anderen auch zu bringen. Deshalb schreibt doch mal eure Zahlen rein. Und ja, ansonsten bleibt mir nur, wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen da lassen, die Glocke drücken und das Abo drücken, damit ihr alles mitkriegt, was wir in Zukunft so machen. Und Instagram reinschauen, da sind wir auch vertreten. In diesem Sinne danke ich für eure Aufmerksamkeit und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.